Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf Bergwerk Labs. Wir spielen Bad Wars Duel und es geht los. Und zwar jetzt auf der Map Karawane. Die Karawane zieht weiter, der Sultan hält durch. Und bei mir ist die liebe Antonia und der Layton. Hallo. Hallo. Und Antonia? Ja? Du hast diese Map gebaut, habe ich gehört. Das ist richtig. Ihr findet übrigens die ganzen Sachen in den Zelten. Also sowohl Eisen als auch hier Bronze. Oh, das ist schön. Und Gold. Und Gold gibt's in der Mitte tatsächlich. Oh. Ausnahmsweise, also weißt du, ich habe gedacht, ich probiere mal was ganz Neues. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt schon die ganzen experimentellen Maps und da hast du dir gedacht, wir machen einfach mal das Gold in die Mitte. Genau, richtig. Richtig. Wo ist die Mitte? Du baust dich da gerade hin, wie es aussieht. Genau. Ja, gut. Alles klar, Layton. Okay. Cool. Layton, ich bedanke mich vielmals für deine Zusammenarbeit. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ich wurde gepickt, weil ich in den Banner gehangen habe. Du bist ein Hacker einfach. Yep. Genauso wie das Kamerastativ. Aber interessant, das Kamerastativ wurde nämlich auch gekickt. Vielleicht ist ihm ja das gleiche passiert. Man weiß es nicht so vielleicht genau. Man auch in einem Banner. Aber das ist ja komisch mit dem Banner. Das sollte man das mal austesten. Aber nicht jetzt. Ich trau mich gerade nicht. Ich trau mich jetzt auch nicht. Wir wollen nämlich jetzt, ist die allererste Runde. Ich glaube, die Map gibt es ja auch seit gestern. Also, naja gut, das ist ein bisschen schwierig jetzt zu sagen, seit wann es die gab. Denn die Folge hier kommt ja irgendwann mal. Gehört auf alle Fälle zu den aktuellsten Bad Wars Maps, das kann man sagen. Und ich kann außerdem vermelden, dass ausschließlich Team Rot als Fastbridger versucht, sich gerade in die Mitte zu bauen. Ich gehe mal davon aus, dass er fastbridgt. Mhm. Also es gibt 4 Goldspawner in der Mitte. Ja, die habe ich alle schon gesehen. Ich frage mich nur gerade, was ist ein kleines Dorf hier wahrscheinlich, auch so ein kleines Zeltlager. Genau, einfach so ein kleines Karawanendorf, denn der Teleporter, vielleicht wird man es später noch sehen, ist ein ausgetrockneter Brunnen. Und die Karawane kommt gerade von diesem Brunnen und versucht es natürlich hier in der Stadt ein bisschen Wasser zu finden für ihre Kamele und so. Mhm. Und genau. So, das ist aber keine experimentelle Map, also hier ist überall alles gleich. Also jeder hat die Kamele und so, okay, wunderbar. Ganz genau. So, die Frage, die sich mir jetzt aktuell stellt, ist, wo ist das andere Zelt? Ach, da hinten. Okay, die Orientierung, die muss man hier erstmal noch ein bisschen finden. Aber hübsch, hübsches Ding. Also ich mag das ja generell, wenn es so ein bisschen heller ist, so eine Map. Und gerade Wüste ist für mich eigentlich immer so ein gutes Thema. Die Frage, ich glaube, der Grüne hackt. Echt? Ja. Warte, ich guck mal. Ja, der hackt eindeutig. Ich sehe es. Der kriegt auch kein Knockback. Okay, perfekt. Okay. Oh, und da hat er sogar das Spiel verlassen. Leute, ihr seht das schon. Es scheint doch jetzt wieder. Ich glaube, ich habe ihn gerade perfekt rausgeprügelt. Oder so. Aus dem Spiel geprügelt. Ich mache jetzt mal was. Ich mache jetzt was ganz, ganz Tolles. Du musst dich dafür nicht hochbauen, ne? Hier sind Leitern. Ist das so? Aber so ging es schneller. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt noch 7 Eisen. Möchtest du das haben, um dich auszurüsten? Oder wie wollen wir es machen? Ja, können wir machen. Ja, okay, dann gebe ich dir jetzt einfach mal einen Brustpanzer. Oder möchtest du einen Brustpanzer und ein Schwert? Nee, ich bleib beim Stick. Da bin ich gut drin. Okay, dann kriegst du jetzt den besten Brustpanzer auf Bergwerk. Dankeschön. Hallo? Okay. Ich dachte, du warst. Okay, ich brauche noch Essen. Gibt es denn sonst irgendwelche Kniffe, so irgendwelche geheimen Sachen, wo du sagst, also Leute, wenn ihr das macht, dann werdet ihr immer gewinnen auf dieser Map? Generell, wenn ihr das Bett abbaut, werdet ihr immer gewinnen auf der Map. Okay, ja, das ist schon mal okay. Und wenn ihr die anderen danach tötet. Also das ist so mein Tipp eigentlich für die Map. Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt schon jeder weiß. Aber ja gut, das ist halt bei Bad Wars eher anders gewesen bislang, deswegen muss man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Also, aber wer es halt beherzigt, der kommt auf jeden Fall weit bei Bad Wars. Ich denke auch. So, jetzt ist die Frage, gehe ich jetzt erstmal auf die Hacker, auf Team Grün? Das ist ja nur einer. Ja, der eine ist aber jetzt schon raus, ne, der Hacker. Ja gut, was ist mit, kannst du mir einfach mal ein bisschen sagen, was bei Rot so abgeht? Die bei Rot, die stehen noch so doof rum, ein bisschen. Wo ist denn das Bett? Das Bett ist auf dem zweiten Kamel, hinter dem Villager-Kamel, auf dem anderen. Ja, genau da. Wiehu! Juhu! Ach Mensch, ich glaube, der spielt gerade Bad Wars zum ersten Mal. Das tut mir voll leid. Oh je. Ich glaube, Rot irgendwie auch. Die trauen sich nicht so richtig weiterbauen. Traut sich nicht so. Nee, ich merke schon. Einfach entgegen, ne? Ich würde am liebsten jetzt mal, ich würde den Teleporter eigentlich ganz gerne mal nutzen. Ja, gerne, ne? Aber dafür brauche ich erst. Oh, warte, pass auf. Ich komme jetzt zurück, gebe dir meinen Bogen, weil ich in 30 Sekunden mir den Unendlichkeitsbogen holen kann. Okay. Und dann kann ich mich mit einer Insta-Bridge zum Teleporter schmeißen. Und dann haben wir ganz gute. Oh, jetzt legst du aber los hier. Jetzt legst du aber los. What? Also, die Map ist echt schick. Dankeschön. Aber weißt du, wenn sie nicht zu uns kommen wollen, dann komme ich eben zu ihnen. Ja, das ist gut.
Sag mal. Warte mal, bevor du. Warte. Ich habe ja, noch ein bisschen Gold. Okay, oh ja, nice. Dann gebe ich dir meinen Bogen. Den ich bekomme, nehme ich jetzt. So. Okay, warte. Und ich gebe dir hier noch 19 Pfeile. Dankeschön. Dann bewache ich so ein bisschen. Bäm, 2 Smaragde. Oh, das war knapp. Ich habe jetzt 20 Gold. Oh Gott, was mache ich damit? So, gucken wir mal, was wir hier zuvor haben. Mach mal. Oh, ich sehe gerade, ich könnte jetzt theoretisch auch blau ausschalten, das Bett, und dann könnte ich mir voll Coins farmen. Ja, könntest du machen. Das wäre voll cool. Wenn du das willst, dann ja, bitte. Da sehen wir noch so ein bisschen, die anderen Dingsenskirchens, die anderen Camps. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir vielleicht Schneebälle holen werden. Du hast sogar eine Kiste hier mit eingebaut? Ja. Ah, okay. Die kann man also gleich mit nutzen. Kann man auch nutzen, wenn man möchte, genau. Also ich sag mal, das Coole daran ist einfach, du hast die beiden Spawner in den Zelten und den Villager hast du da oben. Das ist halt ganz interessant. Mhm. Und was ich halt sehr schön finde, dass du erstmal generell von der Farbgestaltung her auch diesen roten Sand mitverwendet hast, dann auch Ton, glaube ich, teilweise, so in den jeweiligen Teamfarben. Die Palmen finde ich sehr schön und dass du auch das so ein bisschen uneben gemacht hast. Das heißt, wenn jetzt jemand mit dem Stick hierher kommt, das habe ich gerade bei Grün gemerkt, dass er dich nicht sofort wegschubsen kann. Also du hast schon die Möglichkeit, auch irgendwo dich so festzuklemmen, damit du nicht sofort runterfällst. Das fand ich eigentlich ganz nice. Ja, das ist richtig. Ist wahrscheinlich auch so geplant, nehme ich mal an. Nicht? Nee, der hat hier gerade was Lustiges gebaut. Oh, das will ich sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine Warnung sein soll. Ah ja, ich finde auch den Skin ganz hübsch. Der Skin vor allem. Hast du den gesehen? Ja. Oh Gott. Jetzt muss ich das jetzt zensieren. Dann macht er sich einfach mal nackig hier. Oh. Und jetzt ist er weg. Oh, das ist schade. Weißt du, er macht sich nackig und ist weg, okay. So. Mein Problem ist gerade, ich habe keine Blöcke mehr. Oh, ja, das ist schlecht. Das heißt, ich stehe jetzt einfach mal ein bisschen rum. Ich gehe jetzt einfach mal mit dem Teleporter zu blau. Ich mache das jetzt einfach mal, damit man das mal sehen kann. Ich gucke mir mal diesen hübschen Brunnen hier an. Okay, mit dem Glasblock. Warum ist der Glasblock? Achso, wegen des Teleporters. Der muss wahrscheinlich da sein. Genau, damit halt das jeweils die Teamfarbe natürlich hat. Ah, okay. Leider aber hübsch. Anders. Weil mit Tropenholz hast du hier gearbeitet. Das ist auch interessant. Hm? Okay. Ja, simpel, aber genial. Und halt ausgetrocknet. Ach, das ist ja cool. Wie hast du das hingekriegt, dass da diese einzelnen kleinen Wasserfleckchen da noch da sind? Das ist mit dem Stop-Lag-Befehl. Also bei uns heißt es BW-Lag. Mhm. Damit kannst du abschalten, dass zum Beispiel Wasser fließt. Und dann kannst du einfach, also das fließt ja immer meistens so 7 Blöcke lang. Und dann kannst du einfach die 6 vorderen zum Beispiel zubauen. Und dann hast du nur noch diesen letzten Block, wo es halt nur noch ganz niedrig drauf ist, das Wasser, übrig. Und ja, dann liegt der da so rum, das Wasser. Wusste ich noch gar nicht. Ganz ehrlich, ich baue mich immer hoch, habe ich gerade das Gefühl. Ich baue mich permanent nur hoch. Du gehst jetzt wahrscheinlich zu denen, ne? Ja, wäre so der Plan gewesen, also. Okay, weil ich werde dann nämlich mal uns zurückgehen. Oder ich weiß nicht, ich gehe woanders hin. Jetzt mal zu Grün. Die sind aber auch schon tot, ne? Ja, aber ich brauche ein bisschen was an Ausrüstung. Da kannst du auch hier vorbeikommen bei Blau. Das ist kein Problem. Okay. Jetzt könnte ich sogar, oh, pass auf, jetzt mache ich es ganz raffiniert. Ich lasse dir mal das Eisen bei Blau hier und das Zeug lasse ich auch mal da. So, und dann lasse ich auch mal eine Insta-Brücke hier. Kannst du hier alles nehmen, zack, zack, zack. Und da gehe ich nämlich jetzt, weil ich jetzt ja das Bett abgebaut habe, jetzt habe ich wieder einen Smaragden. Jetzt kann ich wieder den Teleporter nutzen. Juhu. So, das war eine ganz schön easy Runde. Also ich habe so das Gefühl, da war überhaupt gar keine Konkurrenz da. Ja, das Problem ist halt, dass irgendwie alle rausgegangen sind. Ja, ich weiß. Sag mal, der Hacker, der ist ja jetzt rausgekickt worden. Der ist raus, ja. Hat das was zu bedeuten? Also, weißt du da von irgendwas? Gibt es da irgendwie so eine Neuigkeit, die man jetzt so droppen kann? Weil ich sag mal so, die Folge rauskommt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht wirklich, was das jetzt auf sich hatte. Okay. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht, also er hat ja ganz, ganz, ganz eindeutig gehackt. Also das hat man ja richtig gut gesehen. Ja, sag mal was. Also ich wurde mit der Begründung gekickt, move to quickly, das heißt, muss irgendwas drauf sein. Genau. Was drauf ist, kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Ja, ist doch cool. Darf ich Bam. Auch mithelfen? Okay. Entschuldigung, das tut mir leid, oh Gott. Ich hab gerade ein Eisenschwert gekauft. Oh, das war der Klonkrieger, der war noch als letztes da. Ist aber nice, dass er Waffle Beister. sehr schöne Map, auch wieder mal so eine neue, also ich denke, diese Runde kann man auch so ein bisschen als, ja,
kleine Einstieg, kleine Präsentation diese Map verstehen. Und ja, danke, Antonia, dass du diese Map hier mit auf den Weg gebracht hast, dass sie hier spielbar wird. Ich fand sie sehr schön. Ich finde sie auch vom Spielen her sehr angenehm. Gerade auch, wenn ich jetzt gesehen habe, vom Teleporter aus, dann sind die Kamele auch so ein bisschen im Weg. Da muss man immer noch mal so ein bisschen hin und her laufen, um zu gucken, kommt da wirklich jemand. Das ist eigentlich ganz nice. Ja, vielen Dank. Fand ich ganz hübsch. So, Layton, wie hat es dir gefallen? Ja, total gut. Die Banner fand ich auch schön, ja. Aber Leute, guck mal, da haben wir doch schon mal gesehen, irgendwas scheint drauf zu sein. Das ist doch mega cool. Da ist auf jeden Fall was drauf. Und es wird auch dran gearbeitet. Also es ist ja nicht so, als würden jetzt die Leute sagen, ja, ne, lass mal einfach mal. Sondern Richtig. Es wird schon dran gearbeitet. Das habe ich schon auf der Map Trainstation gesagt. Also Leute, ich hoffe, ihr habt das jetzt langsam. Es gab ja den ein oder anderen Kritiker. Bitte, glaubt das ruhig. Also ich bin jetzt auch nur der einfache User, aber wirklich, da wird dran gearbeitet. Und wir haben es gerade gesehen, es funktioniert. Wir waren live dabei, Augenzeuge. Ist nicht toll. Es wird besser. Es wird alles großartig. Leute, ihr könnt euch auch was freuen. Das Jahr 2016, das ist zwar schon fast zur Hälfte rum, oder ist es wahrscheinlich schon, aber da kommt noch so viel mehr, Leute. Das glaubt ihr nicht. Ihr Lieben, das ist es gewesen. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Runde wieder. Danke, Layton. Danke, Antonia, dass ihr dabei gewesen seid. Dankeschön. Und Antonia rennt weg, wobei ich mich gerade hier... Achso. Wir können zu Layton... Lass uns mal zu Layton gehen. Mal ein bisschen so... Und ich sage, good game, macht es gut und bis dahin, euer GigaGreevy. Ciao, ciao. Tschüss.